werden. Wie Schnittbrot, scheibchenweise, kann sich Robert Palmer durch den Boden klicken. Quer durch die Schichten markiert, wird das Ausmaß sichtbar. Wie durch eine enge Schlucht fließt das Thermalwasser in diesem Bruch. Aufwendige Messung vor. Dazu rollen große Fahrzeuge übers Land. Die Vibratoren erzeugen gezielt starke Erschütterungen im Boden. Die Gesteinsformationen reflektieren diese Erschütterungswellen unterschiedlich. Sogenannte Geophone können diese Echos messen. Jetzt kann der Kabeltrupp loslegen. Auf einer Fläche halb so groß wie der Ammersee werden 100 Kilometer Kabel verlegt. Alle 2 Meter wird ein Geophon im Boden versenkt. Insgesamt 30.000 Stück. Dann kommen die Vibratoren. Die gigantischen Fahrzeuge haben nur einen Zweck: Erschütterungen erzeugen. Alles vibriert. Die Geophone zeichnen die Echos aus dem Untergrund auf. Yo, check in an Pongare. Ja? Das hier ist die Batterie machen, oder? 288 auf 5. Am Bildschirm kann der Techniker zuerst einmal prüfen, ob alle Geophone funktionieren. Ja. Die Daten einer neuen Messung kommen gerade an. Die Vibrationen werden am Bildschirm sichtbar. Die Maschinen sorgen für großes Aufsehen, wenn sie in die Ortschaften hineinfahren. Wieder eine Messung. Dann geht es nur 6 Meter weiter, zur nächsten. Drei Monate und viele Arbeitsstunden später. Wie Schnittbrot. Deutlich erkennbar ein senkrechter Bruch in der Gesteinsformation. Wenn Robert Palmer die Lage des Bruchs quer durch die Schichten markiert, wird das Ausmaß sichtbar. Wie durch eine enge Schlucht fließt das Thermalwasser in diesem Bruch. Den kann man nicht flächendeckend machen. Grundsätzlich haben wir eigentlich immer zu wenig Daten. Der Untergrund Südbayerns. Die senkrechten Stäbe sind alte Ölbohrungen. Immer hat man protokolliert, welche Erdschichten durchstoßen wurden. Diese Daten helfen heute der Geothermie. Zwar ist damit der Blick in den Boden lange nicht so scharf wie mit den Vibratoren. Trotzdem konnte Robert Palmer den Verlauf des Thermalwassers einigermaßen kartieren. Zusammen mit weiteren Vibrationsmessungen sollen die Bohrungen in Zukunft kein Glücksspiel mehr sein. So wie es in Erden